Hallo und herzlich willkommen. Und die Ausfahrt nehmen. Glück auf! Glück auf! Wir sind nach 8 Kilometern rechts wieder mal unterwegs. Ich durfte heute noch ein bisschen arbeiten. Aber nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, pünktlich loszufahren. Und sind jetzt auf dem Weg Richtung Spananien. Jawohl. So. Da sind wir schon ganz gespannt, was uns da erwartet, wie das alles funktioniert mit den Stellplätzen, Campingplätzen und so weiter. Ich freue mich riesig. Wir liegen jetzt eine gewisse Zeit vor uns. Und dann schauen wir mal. Ja, wir fahren ja jetzt erstmal nach Luxemburg. Genau. Also vom Pott nach Luxemburg. Einmal tanken. Nach Wasserbillig heißt das. Ja, das ist so ein Stellplatz an einer Tankstelle. Soll wohl nicht so schön sein, aber für eine Nacht reicht es aus erstmal. Also für den Anfang. Genau, für den Anfang erstmal. Ja, wenn du 50 Euro da lässt, kannst du auch umsonst da. Was wir ja durchaus schaffen, einmal tanken, ne? Ja. Dann ist der Stellplatz nämlich auch umsonst. Genau, und danach fahren wir Richtung Frankreich oder dann überqueren wir Frankreich Grenze. Ja. Dann sehen wir mal zu, dass wir zügig durch Frankreich kommen. Und ab dann beginnt quasi unsere Spanien, wie sagt man denn, Adventure. Ja. So, wir knallen jetzt erstmal ein paar Meter und dann ist auch gleich dunkel. Dann müssen wir mal gucken, ob wir uns wieder melden, oder? Genau. Das ist erstmal das Lebenszeichen. Beim Schnäpschen. Aber haben wir überhaupt Schnäpschen mit? Hast du den eingepackt? Den. Boah, wir haben kein Schnäpschen. Da war ja nur noch so ein bisschen drin. Da habe ich gedacht, den lass du mal für das Treffen. Oder? Genau. Wir freuen uns übrigens. Ja, wir freuen uns. Genau. Moin, moin. So, angekommen. In Luxemburg. Luxemburg erstmal. Ja, Luxemburg. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist hier ein Stellplatz direkt an der Tankstelle oder im hinteren Feld von der Tankstelle. Ist sehr schön gemacht. Ja, wir sind jetzt hier in Wasserbillig, ne? In Wasserbillig an der Tanke Luxoil. Genau, richtig so. Luxoil. Genau, das ist die gelb-schwarze. So, würden sich jetzt viele BVB-Fans freuen. Ich stand vorhin, nein, nicht vorhin, für euch vorhin, für uns gestern, ne? Wir haben ja schon eine Nacht hier gebracht. Wir standen vorher an einer falschen Tanke. Das war nach Navi. Also nach Navi, genau, nach diesem GPS-Signal. Ja, wäre das die richtige gewesen. War es aber nicht. Ihr müsst ein Stückchen weiterfahren, dann linke Seite. Dann habt ihr hier dieses schwarz-gelbe Ding hier, halt die Tanke. So, ja. Hier kannst du umsonst, kannst nicht umsonst tanken. Wenn du hier tankst für oder Umsatz machst für mindestens 50 Euro, kannst du hier umsonst auf den Stellplatz stehen. Wenn du keinen Umsatz machst, bezahlst du für den Stellplatz hier 10 Euro. So nämlich. Dann hast du noch Strom.
1 Euro 2 kW. Was? Kann man auch sehr schön nutzen, wenn man das Kabel mit hat. Ja. Ich dussel, hab natürlich unseren Kabel zu Hause liegen lassen. Aber schön aufgerollt. Habe ich es noch? Ja, das Ding mit dem CE-Stecker. Habe ich nie mit. Wir müssen mal gucken, ob wir unterwegs irgendwo so ein Camping-Fritze finden. Dann müssen wir halt ein neues kaufen. So. Und damit ist dieser Running-Gag aber auch erledigt. Ja. Mal gucken. Mal schauen. Entschuldigung. Asche auf mein Haupt. Brötchenservice hier. Also gibt frische Brötchen. Croissants, verschiedene Sorten Brötchen, also. Fair Entsorgung auch umsonst, Wasser umsonst, alles umsonst. Also das ist ein richtiger Shop da drin. Naja, da kriegst du alles. Nee. Eben. Außer Kabel. Kein Kabel. Es ist ein bisschen unruhig. Weil hier auch die Waschanlage ist und das geht hier selbst samstags abends bis um 10 Uhr, dass die ihre Autos hier waschen. Da ist auch Tankbetrieb, ne? Also dann steht da schon mal ein LKW oder ein Auto, Tür zu schlagen und so weiter, alles eben, ne? So, und hier hinter dem Stellplatz ist noch ein Parkplatz für normale PKWs. Und da fahren die immer so über diesen Stellplatz drüber weg. Das heißt, man hört es auch immer, wenn da einer vorbeifährt. Also, geht aber. Also an der Lorelei auf dem Campingplatz ist es durch den Zug lauter. Züge, richtig. Durch die Züge. Nein, ist okay. Also ist eine Übernachtung und fertig, ja. Ne? Wir wollen ja jetzt hier nicht Urlaub machen. Also ist jetzt nicht unbedingt eine Wandergegend oder so. Nein. Aber alle sehr nett. Mhm. Sehr hilfsbereit, tipptopp, also wirklich gut. Ja, vielleicht gucke ich gleich nochmal, dass ich einmal über den Campingplatz schwenke. Oder Stellplatz schwenke. Stellplatz. Und dann geht's heute nach Frankreich. Jo. Tagesetappe wäre Bourg-en-Bresse. Du kannst Französisch, ich nicht. Bourg-en-Bresse. Egal. Ich schreibe das mal da unten rein. Das macht für mich mehr Sinn. Ja. So sieht's aus. Frühstück jetzt zu Ende. Genau. Versorgen uns gleich noch. Also ganz Frühstückbrötchen. Ja. Ja. Und dann geht's los. Nee, dann geht's weiter. So. Und dann geht's weiter. Wir sind voll auf Urlaubsstimmung. Ja. Spanien, wir kommen. Ja. Also, wir werden berichten, wa? Genau. So, hier passen 16 Fahrzeuge hin, ist abends beleuchtet, überwacht, Kamera überwacht, allerdings kein Wi-Fi, aber dafür noch freie Duschen, Toiletten und Babywickeltisch. Jetzt gucken wir uns noch mal kurz die Fähr- und Entsorgungsstation an. Jetzt gibt es ja mal ein Leckerchen, ne?
Croissant und ein Kaffee. Ich weiß gar nicht jetzt genau. Wir sind jetzt, glaube ich, gut 3 Stunden schon gefahren. Kann das sein? 15 Uhr haben wir jetzt. Wann sind wir denn losgefahren? Halb zwölf. Ja, gut 3 Stunden. Auf dem Weg nach Bourg-en-Bresse. So, was soll ich sagen? Ich glaube, unsere Reise steht unter keinem guten Stern. Ich wollte heute Morgen von diesem Stellplatz, Parkplatz, von der Tankstelle losfahren. Da wollte aber unser Günner noch nicht weg. Er macht da echt Mucken beim Starten. Als ob er abgesoffen wäre. Keine Ahnung, woher das kommt. Auf jeden Fall brauchte er mal so ein paar Minütchen länger, ne? Hat er gebraucht? 10 Minuten? 5 Minuten? 8 Minuten. Ey, da kommst du echt ins Grübeln, ne? Wenn die Karre nicht läuft, ist der Urlaub vorbei, würde ich sagen. Naja. Jetzt läuft er wieder. Und jetzt bleibt das auch so, ne? Jo. Nee, war schön zu fahren alles. Die Straßen sind leer. Schöne Strecke bis jetzt. Ach so, genau. Gegenlicht, ne? Wir fahren die ganze Zeit mautfrei. Mhm. Man sieht mich nicht, glaube ich. So. Können auch so machen. Oder? Ah, guck mal. Ja, wir fahren die ganze Zeit mautfrei. Wo bist du denn? Hier bin ich. Hier bin ich. So. Ja. Ja. Und das geht ehrlich gesagt sehr gut. Ja. Ich hätte gedacht, man fährt da so Straßen, die echt kacke sind und nur so 80 km/h. Wir stehen jetzt hier ein bisschen blöd. Das wackelt gerade, wenn die an uns vorbeiknüppeln. Aber wir hatten jetzt Kaffeedurst. Ja. Nee, ist aber nicht so. In der Regel kannst du ja auch 110 fahren. Also alles tippitoppi. So, jetzt hier, Daniel. Hauen wir uns jetzt rein. Nougat-Füllung? Oh. Marzipan-Füllung. Oh. Weil da habe ich ja meinen Chips gemacht. Oh. Marzipan. Nein. Doch. Oh. Also, Schmackofatz hauen wir uns jetzt rein, dann geht es auch schon gleich weiter. Genau, weil wir wollen ja heute ankommen. Ja, 18.30 Uhr sagt gerade Navi an, aber ich glaube das nicht. Wir haben noch 200 Kilometer. Ja. So. 10. Und 210 Kilometer. Und wir sind zwischendurch ja immer noch auf der Suche nach einem Kabel. Ne? In Luxemburg gekaufte französische Croissant. Ich glaube, die einzigsten. Hab ich gelernt, ne? Einzigen. Oh, scheiße. Wir sind, glaube ich, die einzigsten, die Frankreich. Die Baguette nach Frankreich schleppen. Ne, ist aber kein Baguette. Wie heißt? Croissant. Croissant, mein Gott, bin ich durcheinander. Er hat die heute ein bisschen aus der Bahn geworfen. Ein bisschen aus der Bahn geworfen, ja. Wenn das Mäuse nicht läuft, bin ich auch krank. Aber läuft ja wieder. Ne? So. Morgen. Schätzchen ist genervt. Nein. Nein. Wir versuchen gerade ein Stromkabel zu organisieren, das vergessen wurde. Und jetzt sind wir hier gerade bei so einem Castorama-Markt. Jetzt war Schitzelken gerade drin und hat versucht, da was zu kriegen, ist aber nur mit dem Zettel wieder rausgekommen. Aber mit einer netten Dame unterhalten. Okay. Französisch kann ich nicht.
Also, 7 Minuten, das stimmt, da hast du recht, 2,5 Kilometer. Wie heißt das Ding? Castorama. Castorama. Also wenn ihr mal ein Kabel braucht, so ein CEE, braucht ihr hier nicht hinfahren. Gibt es nicht. Nee, Kabeltrommel ohne Ende. Jetzt habe ich hier gerade, weil ja, mein Französisch ist beschränkt. Stark beschränkt? Nee, ist gar nicht vorhanden. Habe ich hier ein Foto von Google gezeigt? Und nein, wusste sie nicht. Oder haben sie nicht. Aber die Dame war sehr nett. Und hat mir einen Zettel mitgegeben. Da hat sie gerade noch gegoogelt, wo man so ein Kabel bekommen kann. Und zwar beim CGED. Mhm. Also, wenn ihr ein Kabel braucht, dann fahrt ihr zur Avenue on. Ja. Avenue. Ich schreibe das vielleicht mal unten rein. Besser ist das. Ist 2,5 Kilometer von hier. Naja, da versuchen wir es jetzt nochmal. Ja. Übrigens, der Stellplatz Bourg. Bourg-en-Bresse. Französisch können sie nur mit der Sprache Arbeits. War sehr ruhig. Ja. War sehr angenehm. Ja. War, ja, 5, 6, 7 stand da rum. Ein Deutscher noch, dann Franzosen, Holländer. Oh, die findet man überall. Ja, war aber gut, ne? Ja, war sehr ruhig. Halt kostenlos, ne? Wollte gerade sagen, Entsorgung, Versorgung. Obwohl Versorgung war also Wasser war abgestellt. Aber Toilette konnte man entleeren. So. Also sehr großzügig auch. Beleuchtet abends. Sehr, ja, sehr angenehm. Kein Wi-Fi. Das ist ein großer Parkplatz. Da ist ein Schwimmbad in der Nähe. Da, genau, war wohl mal früher auch ein Campingplatz, wie ich das gesehen hatte. Und das ist, also ist gut anzufahren. Großzügig. Also passt. Gerade. Für eine Übernachtung völlig korrekt. Ja, genau. So, kostet auch noch nichts, ist auch noch gut. Ja. Ja, dann wollen wir mal schauen, ob wir vielleicht doch jetzt dann mal. Das ist ganz schön hell alles hier. Egal. Ist das benebelt oder was? Ist das ist ein bisschen so verpatscht. So, wir fahren jetzt mal weiter und gucken mal, dass wir das Kabel kriegen. Ne? Übrigens, Güner läuft wieder wie eine 1. Ja. Ich weiß nicht, was der gestern hatte. Der hatte nach dem Tanken wie abgesoffene und kam nicht auf Touren. Wir sind wieder im Rennen. Wir sind wieder da. Jo. So, bis gleich. Bis gleich. Keine Zeit, ich muss. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das Ziel befindet sich auf der linken Seite. Nein, auch nicht. Bei dem CGED. Ich weiß nicht, der eine oder andere kennt vielleicht Sonnepaar bei uns in Deutschland. So ein Laden ist das. Die haben alles einzeln elektrisch, Sicherung, Tritratrulala, aber kein komplettes Kabel. Und ich fange jetzt hier nicht an zu schrauben, wobei er auch diese CE-Stecker nicht da hat. Aber er sagte mir hier vorne left, dann right, right. Und dann soll da wohl noch was kommen. Da fahren wir jetzt auch noch mal hin. Okay. Also wenn ihr ein Kabel sucht, hier auch nicht. Er hat's geschafft, juhu! Alter Verwalter, was für eine Tortur. So, jetzt habe ich leider keine Ahnung mehr. Zentral Camper Wente Camping Car. Da müsst ihr hin. Wenn ihr einen Camper wollt. Also wenn ihr ein. Warte mal. Kabel wollt. Also, mein Held! 25 Meter, kosten 46 Euro
in einem kleinen Täschchen noch. Ja, wunderbar. Spricht ein gutes Englisch, alles gut. Jetzt ist natürlich jetzt nicht das High-End-Kabel, ne? Also 3600 Watt kann er ab, das ist okay, aber 3x1,5 Quadratmillimeter in PVC, naja. Aber das soll wohl erstmal gehen. Den Himmel. Ist vielleicht nicht die schnellste Tour, ne? Aber die landschaftlich schönere Tour. Ja. Hör mal, ist doch mega. Definitiv. Leute, das ist ein Ausblick hier. Der ist echt der Hammer. Und die Sonne scheint, blauer Himmel. Ja. Jetzt sehe ich nichts mehr. Doch, ich sehe dich aber. Ja. Herrlich. Hast du mal da die Straße gezeigt? Das ist hier... Serpentine? Ja, aber Günner fährt Wiener 1. Jo. Wiener 1. Jetzt haben wir gerade in so einem kleinen Bergdörfchen das da. Glaube ich gesehen, ne? Mal so ein paar Liter Diesel noch mal draufgepackt, weil wir so kurz vor knapp waren. Ja, die Lampe war an. Also war. Haben gedacht, Kilometer. Bevor wir jetzt hier stehen bleiben. Packen wir mal ein paar Literchen drauf. Ja, hier in der Pampa. Ich kann jetzt auch gar nicht so genau sagen, wo wir sind. Ich auch nicht. Die Straße. Wie sind wir hergekommen? Ne? Und da oben hoch gehen wir weiter. Fahren wir weiter. Ja. So, gefunden. Irgendwie mitten auf dem Berg. Brauche ich hier gucken, ob sowas bezahlen muss, wie das hier funktioniert. Kreditkart. Ja. Hast du nicht? Nee, ich hab keine Kreditkarte. Moment. Also ohne Karte geht hier anscheinend in keinem Land mehr was. So. Wir parken jetzt hier erstmal. So, angekommen, stockdüster, den Platz zeige ich euch morgen früh. Wir haben jetzt kein Schnäpschen. Doch, wir haben kleine Schnäpschen im großen Glas. So, für alle die heute mitgefahren sind, zum Wohlsein. Schatz. Frauchen sieht man nicht, ne? Die ist im Brüstechen muss man auch nicht. Du bist im Dunkeln. Du bist voll. Brüstechen. Gesichtserkennung. So. Heute war viel Autofahren. Asphalt gefressen. Machen wir morgen, glaube ich, aber nochmal. Ja. Und dann sind wir in Spanien. Aber wir gucken jetzt erstmal, oder für heute Abend ist jetzt erstmal Schluss. Wir wollten eigentlich noch was essen gehen, jetzt sind wir aber irgendwie hier auf dem Berg. Wieder mal irgendwie mitten im Nirgendwo. Also das, was ich gesehen habe, ist ein echt schöner Platz. Ja. Glaube ich. Da werden wir morgen früh mal gemeinsam drüber huschen hier. Ja. Und jetzt war der Besitzer gerade schon hier, oder der Inhaber oder wer auch immer. Der Besitzer, ja. Und hat schon sofort gefragt, ob alles gut ist, nach dem Rechten gesehen, hat uns dann die WC-Toiletten-Duschanlage erklärt oder Christine erklärt, weil ich verstehe ja nichts. Nett. Ja, unbedingt. Beschrankter Eingang habt ihr aber auch schon gesehen. Videoüberwachung. Ich erkläre heute, weil vielleicht denke ich morgen nicht mehr dran. Preisen, so klären wir morgen. Ja, also, ich würde sagen, gute Nacht. Reicht für heute. Wir gucken mal, dass wir jetzt noch irgendwie was zu essen machen. Einen kleinen Happen und dann ein bisschen Netflixen, oder? Ja. So nämlich. So machen wir es. So, Wi-Fi ist übrigens auch hier, fällt mir noch ein. Aber nicht so dolle. Eigentlich nicht. Gelegentlich. So. Wie der Wind steht. Bis morgen. Bis morgen. Gute Nacht. Einen wunderschönen guten Morgen. Aus von
aus Sainte-Eulalie-de-Cernon. Nämlich, ne? In der Region Occitanien, Département Aveyron. Wie hoch sind wir hier? Wir sind hier, die Höhe ist 529 bis 912 Meter. Da können wir uns aussuchen. Ganz hin. Naja, gut. Einwohnerstand 1. Januar 2017, 286. So, und jetzt gehe ich raus und zeige mal den Platz. So, ich hoffe, man kann mich hören. Das ist ja mächtig windig. Aber, guck mal, die Sonne kommt raus. Läuft. So. Da ist noch irgendwie, weiß ich nicht, ein Bolzplatz oder was? Keine Ahnung. So, da ist auf jeden Fall der Platz. Hast du hier, ja, ich sag mal so 20 Fahrzeuge passen hier bestimmt drauf. Heute Nacht war es sehr ruhig, sehr angenehm. Gut, wir stehen hier auch quasi alleine hier. Strom hat er inklusive, so viel wie du willst, all in quasi. Das sind dann hier diese kleinen weißen Kästchen. Mit CE-Anschluss habe ich ja jetzt. Naja, ist echt schick. Ist vielleicht jetzt ein bisschen windig, obwohl wir haben 8 Grad, aber der Wind ist schon kalt, kann man schon sagen. So, Fähr- und Entsorgung hat er auch. So, mit Bodeneinlass, mit Frischwasser, Toilettenentsorgung, zip, zap, zup. Ja. So, sanitären Anlagen. Dusche, Toilette, Behinderten-WC. Alles super. Gut. Mit dem Dach muss er sich mal was einfallen lassen. Alles ein bisschen Wellblech. Hoppala. So, einmal in die Dusche geschaut. Ja, da kannst du nicht meckern. Wobei die Dusche, also Christine war ja gestern Abend hier noch duschen und war kalt, sagt sie. Also hier vom Dach her zog der Wind durch, Wasser war auch nicht so richtig heiß. Da habe ich dann lieber heute Morgen im Wohnmobil geduscht, da habe ich heißes Wasser. So, Toilette nochmal. So weit, so gut. Auf jeden Fall erstmal alles da. Wer nichts hat, kann er sich hier komplett entleeren. So, Licht aus. Upala. Vorsicht, Stufe. So, und dann haben wir ja noch die Einfahrt. Großzügig, groß genug, denke ich. Das Chateau da hinten ist von 1400 Schlag mich tot. Also schon ein bisschen älter. So, dann hast du hier noch dein Bezahlautomat. Mülltrennung hast du auch noch. Jetzt kommt der scheiße Wind wieder. So, da ist der Müll. Kannst du auch noch entsorgen. Alles wunderbar. So.
Wir machen uns jetzt abfahrbereit. Und dann will ich meinen, dass wir heute nach Spanien kommen. Wenn noch nichts dazwischen funkt. Ja, ich bin soweit hier auch fertig. Prima. Es wird ja heute wieder ein bisschen Asphaltfressertour. Dann würde ich sagen, machen wir mal Schluss für den ersten Teil. Jo, wir sehen uns in Spanien. Schön, dass ihr bis dahin dabei wart. Ja. Wir sehen uns in Spanien. Genau. Ich freue mich. Ich mir auch. Bis ohne gleich. Ohne Schnäpschen. Ja, komm. Jerbas. Aber vielleicht finden wir da ja einen. Jerbas. Naja, wir müssen erstmal da ankommen. So. Genau. Tschüss, bis Spanien. Dann. Tschüss.